schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ja, ich bin jetzt in Tuscaloosa im Bundesstaat Alabama. Und ja, aus dem Grunde, weil ich in Tupelo, wo ich ja die Tage abgeladen hatte, ja, da keine Tour mehr bekommen habe. Und ja, bin ich dann hier runtergefahren, zumal ja auch Jeff hier eine Tour hier hinderte nach Tuscaloosa. Von dem her kam das alles dann passend, denn wir wollten ja einen Trailerwechsel, haben wir hiermit getan. Jetzt habe ich den Tanklastzug hinten dran und alles supi. So, jetzt habe ich auch eine neue Tour. Und ja, es geht nach Louisiana, also es geht nach Lake Charles in Louisiana, so ist es besser gesagt. Und wie gesagt, wir sind in Tuscaloosa, Alabama, und wir haben 28 Tonnen an Rohöl geladen. Ja, wir haben 442 Meilen, das ist schon was Größeres, also 711 Kilometer roundabout. Naja, muss auch mal sein. Und von dem her lohnt sich das ja, wenn ihr gleich seht, von der Vergütung her ist es ja nicht so übel. Und erwartet das Ganze also morgen zwischen 7 und 8.30 Uhr. Und die Fahrzeit beträgt 7 Stunden 35 Minuten. So wird mir das angezeigt. Vergütung, schon gesagt, ist nicht so übel. 4.782 an Dollar brutto. Und ja, kann man mit leben, ne? Kann man mit leben. Okay, wir haben jetzt ja irgendwas mit, weiß ich nicht, die Uhrzeit gucke ich gleich mal. Wir gucken uns erstmal hier die Karte an. Ja, ich bin jetzt hier von Tupelo hier oben bis nach Tuscaloosa gefahren. Naja, willst du machen? Und jetzt geht's hier weiter bis nach Lake Charles, und ja, ist eine schöne Tour. Wir düsen erstmal los, sage ich jetzt mal. Ich mache mir jetzt hier keinen Wegpunkt irgendwo. Wahrscheinlich müssen wir unterwegs eventuell noch tanken. Zauberwort tanken. Aber wir schauen mal. Ne? Also an Meridian vorbei, an Jackson vorbei und ja, so einige Städtchen, ne, die wir dann durchfahren hier. Ja. Also wie gesagt, wir legen einfach mal los. Alles tutti hier. Please proceed to the highlighted route. So. Dann legen wir mal los und bringen das Rohöl mal nach Lake Charles. Okay. So. Wie gesagt, wir haben jetzt gleich 11 und ja, das sind ja 7 Stunden 36, zeigt er mir hier an. Okay, wie auch immer. Wie auch immer. Aber wir schaffen das auf jeden Fall. Und wir haben, wie gesagt, jetzt bis morgen früh. Aber so und so Zeit, also das sollte eigentlich machbar sein, das Ganze. In 200 meters, turn right. Ja. Turn right. Können wir das Ganze auch tragen, dann sind wir auch genauso schnell.
Ein bisschen schwer, stimmt schon. Ja, wollen wir mal ein bisschen mit dem Tanklastzug hier In 200 meters, turn left. durch die Gegend. Turn left. In 200 meters, turn left. Turn left. So. Okay. Weiter geht's. Ein bisschen ja rumkurven hier, bis wir letztendlich hier auf Tour sind. In 200 meters, turn left. Turn left. So. So sieht das Ganze aus hier. So, mal weiter im Text hier, ne? So, noch hier am Grün. Ja, sieht gut aus. Turn right. Wir fahren, ne? So sieht's aus. So. Mal hier schnell hier rüber juckeln hier. Okay. Mal schauen, ob wir dann im Endeffekt jetzt da ankommen, weil es mit der Zeit auch so weit hinkommen. So nichts dazwischen kommt. Mal so, dass eine ruhige Fahrt wird. Aber die letzte Fahrt war ja auch in dem Sinne ja jetzt nicht so wild, ne? Auch kurzzeitig mal ein bisschen verfahren, aber naja, meinerseits natürlich. Ja, sowas hat man mal, ne? Sowas hat man mal.
Ich wollte die Spur geschmeidig wechseln hier. Oh. Das ist ein kleiner Bug hier. Ja, kann man nichts machen. Ist leider so. Aber ist ja gut gegangen. Aber im Großen und Ganzen noch mal auf die Karte hier zurückzukommen, auf diese Kidox-Karte, die ich hier habe, diese Map. Im Großen und Ganzen ist sie ganz gut. Hin und wieder hat man so kleine Fehlerchen drin, wie wir gerade gesehen haben, aber als solches läuft die ja ziemlich flüssig. Zumal ist ja alles in einem drin, also wir haben alles, die ganze in Mexiko drin und ja, die ganze Ostküste drin, also komplett. Quasi kann man sagen, ja, kann man nicht nur sagen, ist halt so, die ganze USA haben wir da drin verpackt und ja, bevor man da zig Dinger, ja, ich hätte es wiegen müssen, ne? Ja, beim nächsten Mal. See you later. Sorry. Ja, bevor man da sich Dateien dann sich runterlädt oder in einem Mod drin sind, sage ich jetzt mal so, und die dann, ja, ist das eigentlich hier ziemlich vereinfacht gemacht, finde ich gut. Hast du eigentlich bei jeder Karte, dass du hier mal einen Bug mal drin hast, also selten, dass sie komplett, also fehlerfrei sind, kann man mitleben. Also ich kann damit leben. Jetzt steht uns ständig was wäre, natürlich wäre es natürlich ärgerlich, aber so Kleinigkeiten, finde ich, sind Kleinigkeiten, kann man mit leben. Schlimmer finde ich den KI-Verkehr. Er ist schon, muss man nicht so sagen, schon ein bisschen nervig. Da könnte man wirklich das Ganze ein bisschen besser gestalten. So viel dazu. Obwohl, wir könnten ja mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Mal schauen. Ja, wo ich jetzt hier eventuell. Ja, das ist ja ein bisschen spät. Wir hier gleich nach Baton Rouge hier umfahren. Ja. Ist eigentlich jetzt hier auf weiter Strecke jetzt hier unterwegs, jetzt hier nichts so zu sehen, ne? Wo man jetzt hier ja quasi ein Päuschen einlegen könnte. Da sind wir auch schon bei Lake Charles, also wir sind ja schon hier, geht ja schon ziemlich weit runter, ne, das Ganze. Oh. Ja. Jo. Mal schauen. So offensichtlich ist da nichts. Mal schauen, ob wir da vielleicht so spontan irgendwo anhalten können. Muss ich mal gucken.
Jetzt fahre ich da mal runter. Ja, Wiegestation, ne? Navigation resumed. Kein Problem. Okay, dann wiege ich mich mal. Okay, ich habe da mal hier bei der Wiegestation jetzt ein Päuschen gemacht. Und ja, die Gelegenheit hier ergriffen, war schon leer. Und ja. So. Bisschen was gegessen und man hat ja Proviant immer dabei. Und jetzt können wir weiterfahren. Und wir haben jetzt sowieso dann unsere Pause jetzt durch und ja, haben noch gute 200 Meilen vor uns. Kommen wir einmal hier rum. Der nächste Tag vorne kommt oder da hinten, wie auch immer. So, gewogen sind wir ja schön, alles Taco. Jetzt können wir wieder losdüsen. Ja, ich weiß doch, bin zu schnell. Ja. Darf ich jetzt beschleunigen? Danke. Ich meine, ich habe immerhin 28 Tonnen, ne? Also. So, jetzt aber. Jetzt fängt es natürlich pünktlich an zu regnen. Ja. Haben wir uns natürlich. Oder auch nicht. Naja. War ja vorauszusehen. War ja schon ein paar Wolken am Start. Naja, gut. Und wie es regnet. Lalalalalalala. Gewitter auch. Ja, freuen wir uns natürlich. Und wie? Sichtlich schön beeinträchtigt teilweise, aber wir ziehen durch hier. Wissen wir ja. Knapp 200 Meilen jetzt noch, die wir vor uns haben. Genau. Wir hoffen, dass es jetzt nicht so lange hier mit dem Regen jetzt hier dauert. Ja. Oder anhält, besser gesagt. Ja. Ah, so ein kleiner Schauer ist okay, aber wenn es so richtig einregnet hier. Junge, Junge, Junge. Jetzt geht's ja wieder. Von der Sicht her. War vorhin ein bisschen extremer. Use the right exit ahead. So. Oh, ja, gewartet. Sensationell. Hin und wieder muss man mal über den KI-Verkehr ein bisschen schimpfen, dann funktioniert das eigentlich danach ein bisschen dann wieder. Also halbwegs, ne?
Warum auch immer. Aber dann funktioniert das. Aber da vorne klart das, glaube ich, schon. Was hat die gesagt? Klart das schon ein bisschen auf. Also, ja, alles klar. Sieht zumindest so weit aus, dass das vorne. Ne? Also, ja. Sonst uns mal so 20, 30 Meilen fahren. Vielleicht ist das dann da. Das Ganze dann mit dem Regen vorüber. Hoffen wir mal. Auf ein bisschen Sonne. Aber jetzt im Moment kommt es aber richtig runter. Ach ja. Ja, komm. Hab dich gelassen. Kollege, Schnürschuh. So. Ja, als solches ergibt sich immer so eine Gelegenheit, Päuschen einzurichten. Ja, so spontan, mehr oder weniger, musste ja so und so, weil bei über 400 Meilen, also 400, fast 450, 442, okay, waren das Meilen, dann, ja, mal dann auch von der Fahrzeit, ne, muss man das alles berücksichtigen und dann Päuschen einlegen, hat ja als solches dann auch gut geklappt bei der Wiegestation. Manchmal kommt so eine Wiegestation ja ganz gelegen, selten, aber manchmal doch. In letzter Zeit einige Bundesstaaten da schon durchkreuzt. Ne? Also quasi kann man sagen, so im Bogen wieder runter. Und ja, scheint ja so, dass wir jetzt wieder so, ja, ich sag mal, wenn das so weitergeht, dann Richtung Mexiko wieder so gehen sollte. Ja, wie sieht's aus? Ist eigentlich hell, aber. Dunkle Wolken weniger, aber naja. Ah, schau an. Schau an. So, was ist da los? Man weiß es nicht. 202 ab, schon mal gut. Dann geht das ja genau ein bisschen zügiger voran hier. Die Sonne kommt raus, wunderbar. Sensationell. Und du bleibst jetzt stehen oder fährst mir jetzt. Ja, bleib stehen. Ja, bleib stehen. Ja. Ja. Was sehe ich denn da? Taste war das, ne? Ah, wir haben noch 102 Literchen, ja, 100 Liter kann man sagen. Knappe 200 Meilen. Ja, alles supi. Alles locker bleiben, nicht aufregen. Nicht aufregen, Toffi, alles gut. Grüße gehen raus. Im Übrigen, Leute,
Schaut euch mal Tobis Kanal an. Ist auch mit einer Story draußen. Sehr schick das Ganze gemacht. Also schaut mal rein, lohnt sich. Er hat noch viele andere Sachen. Also von daher nicht nur das. Also schaut mal rein. Das lohnt sich auf jeden Fall. Aber wir schaffen das. Wir schaffen das. Jetzt habe ich Rohöl drauf. Gut, ja. Ich bleib dann irgendwo stehen. Nein, wir schaffen das. Dann haben wir ja nicht mehr so viel vor uns. Was sagt denn hier die Strecke? Ja. Ja, guck an. Guck an, 33 Meilen. Also wenn das nicht richtig eingeplant ist, dann weiß ich auch nicht. Hui. Kurz nochmal die Schwarzfern abtrocknen. Nein, alles gut. So. Ist ein bisschen leichter von dem her. Und ja, müssen jetzt nicht rasen. Aber wir sind eh gleich da. Als solches gleich, ne? Also. Hopsa. Ja, kurz aufmachen hier. Wetter ist doch schön. Ach, wer beschwert sich denn hier über das Wetter? Ich nicht. Scheint. Und so weiter und so fort. Keep to the right. And then ja. Take the exit on the right. Na klar. Use the right exit ahead. Keep to the right. And then turn right. Lake Charles. Okay. Keep to the right and then turn right. Turn right. In 200 meters, turn left. Turn left. Ja, Junge, ich stehe auf meiner Spur. Ich weiß nicht, was du für ein Problemchen hast. Kommst du nicht rum oder was? Das ist ein PKW, oder? Das ist auch ein Tanklastzug. Wohl nicht. In 200 meters, turn right. Ja, bleib mal wieder hier stehen kurz. Turn right. Stoppschild, ne? Bleiben wir mal stehen. Sehr gut. Noch die Ampel geschafft. In 200 meters, turn left. Oh, haben wir auch einen kleinen Bug. Ja, okay.
Okay. Zwei kleine unterwegs gehabt. Kann man mitleben. So, richtig durchkommen. Ist ein Schiff ja eingedreht. Oh, passt. So. Melden wir uns mal hier an hier beim Kollegen. Stopp. Okay, stopp. Ja. Okay. Und dann, ja, mal schauen, ne? Wo ich mich hinstellen soll. So sieht's aus. Der ist ja schon zu Gange da hinten. Der gute Mann. Und er hier steht ja auch hier bereit. Das an. Ja, hast du Spaß beim Gucken, ja, ne? Hast du, ne? Ja. Denke ich mal. So. Lass ich ein bisschen hier nach rechts fahren. So reinkommen. Das wollen die ja so haben. Also kriegen die das auch. So. Also ich jetzt. Sein hin und her hier, echt. Aber wie gesagt, ich habe nicht viel Platz hier. Ne? So. Drin. Denke mal ja, ne? Ja, kurz noch ein bisschen korrigieren hier. So. So ein bisschen nach vorne. So, begradigen das Ganze. Okay, so. Geschafft. Angekommen. In meinem Rohöl. Jetzt kannst du mich hier abpumpen. Und ich hoffe, das ist alles gut. Bestenfalls dann hier nochmal neu laden und dann geht die Post wieder ab hier. Mal sehen, wohin. Okidoki, Leute, dann bedanke ich mich wie immer an dieser Stelle fürs Zuschauen und ja, hoffe, ihr seid bei meinen anderen Sachen auch mit am Start, wenn dann immer was rauskommt, ne, beim ETS 2, beim ATS,
wenn dann hin und wieder mal ein Tutorial rauskommt, würde mich sehr freuen. Und ja, in diesem Sinne, Leute, schön die Stoßstangen sauber halten. Bleibt schön sauber. Und hasta la vista und bis zum nächsten Mal. Euer Atze Gaming. Ciao. -i.